Udo Lindenberg war für die meisten Jugendlichen in der DDR einfach ein cooler Typ mit coolen Liedern. Die Fans nahmen jeden Paniksong aus dem Westradio begierig auf Kassetten auf, auch wenn es rauschte. Wie so oft hatten die Offiziellen im Osten eine ganz andere Meinung über den Mann. Die staatliche Künstleragentur notierte zum Beispiel, Lindenberg sei ein mittelmäßiger Schlagersänger aus der BRD. Besonders der Hit Mädchen aus Ost-Berlin nervte die Oberen. Nun, genau diese Geschichte über eine Romanze in der geteilten Stadt kommt jetzt als Musical auf die Bühne. Hinterm Horizont hatte heute in Berlin Premiere. Oliver Jarasch. Er kommt im goldenen Trabi vorgefahren. Dekadent hat die Stasi Udo Lindenberg in einer ihrer vielen Aktenvermerke genannt. Die bewusst lässig-fläzigen Gesten kritisiert ein anderer Bericht der Staatssicherheit. Die DDR-Oberen haben eben nie das Augenzwinkern begriffen, mit dem Udo Lindenberg durchs Leben turnt, wie auch bei der Sonnenbrille. Grenzgänger zwischen Ex-Außenminister Genscher und dem letzten DDR-Ministerpräsident de Maizière, sein Musical. Wir haben großen Wert darauf gelegt, ja, nicht nur Tralala, nicht nur Hits, sondern eine echte Geschichte zu erzählen, wie es wirklich war, von der Stasi, vom Knast bis jetzt Richtung bunte Republik Deutschland. Das Musical über sein Leben, trotz Theater am roten Teppich, überraschend politisch und kraftvoll, über die Vision, die DDR wegzurocken. Udo liebt Jesse aus Pankow, dazwischen die Stasi, die DDR-Parteisoldaten, für die er immer bedrohlich schien. Chaotin, Anarchist und so, ne? Ja, ne? Naja, wie ich offiziell eben auch eingeschätzt wurde und so, weißt du, ne? Staatsfeind. Dann aber doch auch wieder Friedenssänger und so, ne? Ja. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Das Musical erzählt seine ganz reale Geschichte, wie er sein Mädchen findet am 25. Oktober 83. Hey, wir sind Rocker und stehen nicht auf Gewalt. Bon. Palast der Republik. Hey, wir sind Rocker. Zum ersten Mal DDR. Und wir stehen nicht auf Gewalt. Das staatlich verordnete Friedenskonzert. Für den Frieden und für alle Menschen in der DDR, wir finden das total spitzenspitze. Spitzenspitze, aber ihm war schon klar, dass die wahren Fans draußen warten mussten. Drinnen die offizielle DDR-Parteijugend der FDJ. Den weißen BMW von der Einreise muss er wohl irgendwo unterwegs zum Republikpalast gegen die ockerfarbene DDR-Limousine getauscht haben. Das historische Konzert ist der Ausgangspunkt auch fürs Musical. Ja, und inzwischen melden die Agenturen aus Ost-Berlin, dass ihm die Fans drüben einen stürmischen, enthusiastischen Empfang bereitet haben. Mädchen küssten ihn und weinten. Das eine Mädchen ist real existierend, deshalb ist das Musical kein Klamauk, sondern an vielen Stellen berührend ernst. Ja, das war eine richtig schicksalhafte Begegnung. Es ging sehr tief rein. Nur wir konnten es nicht leben, ja, wie Romeo und Julia, ne? Dann getrennt durch die Mauer und so, ja. Überall die Stasi, die auch nach Udos Mädchen greift. Das Musical als authentische deutsch-deutsche Liebeserklärung, melodiös lässiger Geschichtsunterricht. Spitzenspitze, um's mit Udo auszudrücken. Und mehr über Udo Lindenberg in der DDR gibt's heute im Ersten um 23.35 Uhr im Film Die Akte Lindenberg. Das waren die Tagesthemen. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0.35 Uhr. Und Alexander Lehmann kündigt jetzt im Anschluss Wasser in allen Varianten an. Ihnen noch einen schönen Abend.